So, liebe Gabriela, nach ein paar Anläufen sind wir jetzt bereit für das Mini 1 zu 1. Du hast mir schon erzählt, dass du getönt hast in letzter Zeit viel und dass du das Gefühl hast, dass Texte nicht so leicht kommen wie einfach nur Töne, freie Töne. Ja. Und dass du das Gefühl hast, es liegt auch am Atmen. Genau. Und also als erstes Mal, das ist hier total toll, wenn einfach deine Seele ganz frei tönen möchte, weil das ist immer dieses fernab vom Mentalen, ne? Also ganz weg, sondern einfach nur in Klangwelten, in irgendwelchen Silben oder Vokalen zu sein, die gar keine, wo man jetzt mit dem Verstand gar keine Verknüpfung macht. Es ist wundervoll für unser Inneres einfach. Ne? Ja. Also deswegen fühl dich da vollkommen frei, wenn es dich dazu hinzieht, einfach nur dem nachzugehen. Es ist ja kein Muss, einen Text zu singen. Okay. Ne? Nur, dass wir Weil halt. ich habe. Was wolltest du sagen? Ja, ich habe gemerkt, ich habe viele Texte einfach vergessen. Die sind weg. Na, das ist. Aber das hat auch schon seinen Sinn. Damit der Kopf dann frei ist, so wie du das jetzt erzählst. Genau, also oder die Texte, die du früher gesungen hast, die sind vielleicht jetzt gar nicht mehr relevant für dich, also dass du dich jetzt einfach in einer anderen Sphäre bewegst, wo diese Texte von früheren Liedern gar nicht mehr so Thema sind oder du dich gar nicht mehr so damit identifizieren kannst oder verbunden fühlst, auch mit solchen Texten. Aha, Meine okay. Erfahrung ist, dass das, was unsere Seele wirklich ausdrücken möchte, daran kann sie sich auch erinnern, auch wenn wir plötzlich denken, ja, wo kommt denn jetzt diese Erinnerung her? Aber die Seele hat ja alles gespeichert. Ne? Und das, was sie nicht will und nicht braucht, das muss sie auch gar nicht erinnern. Okay. Ja. Also das mal so Ja. als erster Impuls, der mir dazu kommt. Und natürlich ist es auch schön, Lieder zu singen mit Texten, die wirklich in deinem Herzen einen Anker finden oder wo du spürst, oh, der Text berührt mich so, das ist gerade so ein Thema von mir und das singe ich super gerne, weil das mich jetzt gerade begleitet, wie so ein Mantra oder so. Ne, wenn es da was gibt, dann immer gerne dem nachgehen und das fließen lassen, was wirklich mit der Seele, mit dem Herzen in Resonanz ist. Okay. Gibt es denn da gerade was, ein Lied oder sowas in der Art, oder sollen wir einfach mal lieber ins freie Tönen reinschauen? Also ich glaube, das freie Tönen, Ja. das ist jetzt, fühlt Super. sich besser an. Ja, sehr gerne. Dann schließ doch einfach mal deine Augen für den Moment. Und lass dich einsinken. Spür den Atem, der in dir strömt. Und spür mal ganz bewusst den Atemweg. Welchen Weg legt der Atem in deinem Instrument zurück? Wie tief strömt der Atem bis in den Bauch oder Beckenraum ein? Bis zum Bauchnabel und dann noch ein bisschen tiefer. Ich Mhm. muss. Das hängt von der Lage, Sitzlage ab. So. Lass dich ganz aufrecht setzen, hinsetzen und öffne mal deinen Mund. Lass den Mund mal, den Kiefer mal hängen, um einzuatmen, um durch den offenen Mund einzuatmen und spüre, ob sich was an der Tiefe des Atems verändert. Ja. Geht's tiefer? Bis zum Becken. Super, genau.
Dann lass dich erstmal so mit dem Atem jetzt ins Becken runter sinken. Und mit jedem neuen Einatmen kannst du noch mehr Raum einnehmen in dir. Gefühl, du machst noch mehr auf, es entsteht mehr Weite. Jetzt könntest du von innen mit dem Atem dich ausdehnen. Und dann lass auch beim Einatmen den Rachen weit werden. So als würdest du fast beginnen zu gähnen, so ein ganz, also ein Ansatz des Gähnens in den Rachen reinholen, dass ganz viel Weite da entsteht. Und dann nutze diese Weite, um den Klang jetzt einzuladen. Ganz frei in dir zu fließen. Es kann alles kommen, was kommen möchte. Wundervoll. Oh, das tut gut. Ja, das hört man. Das ist eine volle, ein volles Freude, also ein ganz genussvolles, freudiges Tanzen in dir, so klingt es. Oh, Ja. das ist schön. Ja. Wie spürst du dich dabei? Was spürst du? Was nimmst du wahr? Das ist so ein Kribbeln im Körper, in den Oberschenkeln. Also ich habe auch meine Beine breit gemacht, also den Becken aufgemacht Ja. und Füße ganz bewusst auf dem Boden. Super. Also das spürt sich ganz anders an. Wunderbar. Du kannst einfach noch mal eine Runde machen und wenn du mehr, also wenn deine Stimme nach oben gehen möchte, kannst du mal wirklich auch noch mal die Füße einsetzen und wenn du so einen ganz leichten Druck von den Füßen her gibst, kannst du es einfach jetzt mal auch im Trockenen ohne Klang probieren. Was passiert dann im Körper? Wenn du einen ganz leichten Druck gibst in den Boden von den Füßen her, was kannst du wahrnehmen? Ja, der Becken fühlt sich ganz anders an. Ja. Da hat sich was verändert. Ja. Und ich fühle mich stabiler, Genau, es gibt. noch mehr geerdet. Ja, gibt mehr Stabilität. Und ganz besonders, wenn unsere Stimme nach oben geht, ne, das ist wie so die Äste, die Zweige des Baumes, die nach oben ragen, dann brauchen wir unten noch mal mehr Wurzeln. Ne, dass uns die Stimme quasi nicht hochrutscht, sondern dass sie in der Erde verwurzelt bleibt. Deswegen töne einfach noch mal so wie gerade, ganz frei. Und wenn du merkst, die Stimme möchte nach oben, dann lass die Erdung mitarbeiten. Okay. Ja.
Und das ist so schön. Hat sich ausgewirkt, ne? Ich habe es nicht so gemerkt, ja, wenn man es hört, ja, wahrscheinlich das. Also ich fand es noch etwas kräftiger in der Höhe, noch etwas stabiler, klarer, verbundener. Ja. Schön. Ja. Wie ist es mit der Tiefe? Lass uns mal noch ein bisschen in die Tiefe schauen. Ja. Also gerne noch mal wieder frei, schön mit der Absicht, mal noch mal ein bisschen die Tiefenlagen erkunden zu wollen, dich da vielleicht noch mehr ins Becken reinzulassen, mal zu schauen, was da kommt. Geht's noch tiefer? Ja, bestimmt. Also ich spüre, als wäre da so eine Watte, ne? Und da Ja. noch rein. Genau, das die Wahrnehmung habe ich auch. Oh, geht doch einfach, probier einfach mal schrittweise runter zu fallen. Nimm mal deine Arme an. Ja. Bleib weich da drin. Genau, und jetzt spiel wieder so in dieser Lage. Was auch immer kommt.
Ja, das ist ein bisschen schwieriger, aber da soll es hingehen auch. Genau, das darf einfach noch erweitert werden, ne? Du hast ja oben so einen schönen Klang und Spielraum und die Tiefe, die darf jetzt noch damit angeschlossen werden. Jetzt gerade ist sie noch so ein bisschen roh, sag ich mal, ne? Ja. Es ist noch nicht erforscht, es ist noch, also wenn wir in der wirklich so mit unserer Brust in die Tiefe gehen, dann ist es sehr roh, sehr, kann auch mal druckvoll erscheinen oder massiv. Und da können wir einfach schauen, wie lässt sich das denn verbinden mit diesem weichen, mit diesem sanften, durchlässigen von den höheren Lagen. Wie kann ich das mit runternehmen? Zum Beispiel könntest du einfach aus deiner Komfort- und Wohlfühllage, so in der Mitte oder ein bisschen höher auch, dich da so wie reinfallen lassen in der gleichen Klangqualität. Lass den Atem ganz gleichmäßig mitströmen. Ja. Als würde ich so Stufen gehen. Genau. Also das darf noch geübt werden, ja. Ja, das ist doch was, wo wir uns jetzt auch dran machen können in den nächsten Ja. Monaten, wo wir ja gemeinsam zusammen reisen werden. Genau, vielleicht noch eines zum Abschluss mitzugeben. Gerade wenn wir so diese verschiedenen Lagen verändern, das ist also ich finde da ja immer die Parallelen zum Leben. Wenn wir so von einer extremen Situation in die nächste andere Situation gehen, dann ist es ganz wichtig, dass wir die innere Stabilität behalten. Das heißt, unsere Stimme braucht eine Führung, eine Stabilität im Instrument, um durch diese Lagen optimal durchzugehen. Ansonsten hast du gerade gemerkt, sie plumpst so runter oder es bricht oder du hast gesagt, es Ja. sind diese Stufen, es ist nicht so geschmeidig. Ja. Dafür dürfen wir einfach diese Form des Instruments finden, dass wir unser inneres Instrument in eine Form aufstellen und das gibt Halt und Stabilität für durch alle Lagen hindurch. Ja, genau. Und wie das geht, das schauen wir uns dann einfach ganz detailliert nochmal gemeinsam an. Sehr gerne. Ja, schön. Vielen Dank dir. Das war ganz wundervoll, dass du auch hier Danke auch. deine schöne Stimme geschenkt hast. Vielen Dank. Danke. Ja. Danke für diese Möglichkeit auch. Ja, sehr gerne.